können Sie. Ich glaube, das Beste ist, wenn Sie jetzt einfach viel Zeit mit Ihrer Tochter verbringen. Und zwar Zeit, in der sie nicht an irgendwelchen Infusionen angeschlossen ist. Aber ich muss doch was tun. Das müssen Sie doch verstehen. Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Zweites Mal überstehe ich das nicht. Können wir ihn diesmal auch wieder nicht festnageln. Die Aussagen dieser Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen?